Wir sind jetzt ja die erste Gruppe, die explizit auf verschiedene, ich sage mal, verschiedene Themen der Hitzekühlung eingeht. Wir erzählen euch jetzt im Laufe der Präsentation etwas zum Thema Hitzereduktion durch Wasser. Im ersten Schritt haben wir die Gliederung. Als erstes beginnen wir mit einer kurzen Einführung ins Thema an sich, die städtische Kühlung mit Wasser. Und dann als nächstes kommen die physikalischen Vorgänge als Wissensgrundlage, sage ich mal, wie das Ganze passiert, die städtische Kühlung über Wasser. Im Folgenden erzählen wir das zu Methoden und Verfahren, also die es allgemein gibt und wie effizient diese einzelnen Methoden sind. Und dann spannen wir ins letzte Drittel der Präsentation eigentlich unseren Bogen zur Anwendbarkeit auf dem Schlachthof. Da beginnen wir mit dem Problem, wie wir das Ganze vorfinden, die Anwendbarkeit der einzelnen Methoden, also inwiefern die umsetzbar sind. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Analyse der Potenzialflächen im Schlachthof angestellt. Im ersten Punkt der Einführung haben wir zum Einstieg ein kurzes Bild von einer sehr provisorischen städtischen Kühlung mitgebracht. Das ist jetzt auch aus der Stadt Wien, wie wir es gerade eben schon gehört hatten. Und das zeigt uns einfach diese Notwendigkeit und die Kreativität, wie die Menschen das gerne umsetzen würden. Und wir wollen jetzt aufzeigen, wie man das Ganze dann in einem städtebaulichen Kontext schon in der Planung verankern kann und das Ganze auch dauerhaft in den Städtebau einbetten kann. Genau. Bevor wir mit den Methoden loslegen, wollen wir erstmal zwei grundlegende Dinge klären. Also zum einen, wie das überhaupt mit der Kühlung physikalisch funktioniert. Das ist zum einen die Verdunstungskühlung. Bei der Verdunstung von Wasser oder erstmal bei der Erhitzung von Wasser wird natürlich Energie, also Wärmeenergie, benötigt. Und wenn sich der Aggregatzustand von Wasser ändert, von flüssig zu gasförmig, dann ist noch mal braucht es nochmal eine enorme Steigerung an Energie. Da brauchst du nochmal viel mehr Energie als einfach bei der Erhitzung. Und das ist dieser Effekt der Verdunstungskühlung. Denn wenn Wasser quasi verdunstet, gibt es viel Temperatur, also entzieht es viel in Temperatur von der Umgebungsluft und kühlt somit die Umwelt ab. Dann das zweite ist der Wärmetauscher, der zur Kühlung benutzt wird mit Wasser. Da funktioniert das so, dass es zwei geschlossene Systeme gibt. Und in diesen Systemen wird quasi die Wärmeenergie von einem Medium auf das andere Medium im anderen System übertragen in Kreisläufen. Der große Unterschied ist eigentlich auch noch, dass beim Wärmetauscher kein direkter Kontakt des Wassers zum Stadtraum stattfindet, weil es eben geschlossene Systeme sind, während bei der Verdunstung das Wasser unmittelbar in die Umwelt freigesetzt wird. Dann machen wir schon weiter mit den ersten Methoden. Zunächst einmal mit ruhendem Wasser. Als erstes Beispiel haben wir hier Wasserbecken und Seen, die angelegt werden können. Die dienen zum einen der Regenwasser also als Auffangbecken für Regenwasser. Und dieses Regenwasser verdunstet quasi dann an heißen Tagen aus diesen Seen und Becken. Und dann passiert genau dieser Effekt, den ich vorhin erklärt habe. Der Vorteil ist natürlich, dass man kein Trinkwasser verschwenden muss oder Grundwasser. Der Nachteil ist natürlich, dass an den heißen Tagen natürlich wenig Regenwasser vorhanden ist, da wo es eigentlich am meisten benötigt wird. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass neben der Kühlwirkung auch die Aufenthaltsqualität im Quartier verbessert wird, dass natürlich gestalterisch so ein See sehr ansprechend ist. Ein weiteres Problem ist eben dieser direkte Kontakt zwischen Wasser und Mensch, der quasi Hygieneprobleme mit sich bringt. Dann die nächste Methode, auch noch zu ruhendem Wasser, ist das Bewässern von städtischen Grünflächen. Hier dienen einfach die Grünflächen als Verdunstungsmedium für das Wasser. Und es passiert wieder genau der gleiche Effekt, dass wenn das Wasser verdunstet, dass es quasi viel Wärmeenergie aus der Luft aufnehmen kann. Auch hier kann Regenwasser aus Zisternen verwendet werden. Und auch hier ist das gleiche Problem, dass es in den Hitzephasen natürlich genau am wenigsten Regen gibt in der Regel. Ein weiterer Nachteil ist das Verbrennen der Pflanzen in der Mittagssonne durch diese Linsenwirkung der Wassertropfen. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Und ein Vorteil ist natürlich auch wiederum die Attraktivitätssteigerung des Stadtraums, da auch in heißen Sommern diese Pracht der Parkanlagen gewährleistet werden kann. Dann machen wir weiter mit bewegtem Wasser. Ja, genau. Also wir kommen dann zum bewegten Wasser. Hier ist ein Beispiel, sind die Wasserspiele.
Auch hier ist die Kühlung der Umgebung durch Verdunstung gewährleistet. Je größer die Oberfläche der Wassermoleküle, desto schneller verdunstet es und desto mehr kühlt die Umgebung, was jetzt bei so einem Wasserspiel natürlich von Vorteil ist, weil es quasi hochgesteuert wird, nochmal eine größere Oberfläche gibt und dadurch schneller verdunstet. Meistens ist auch noch in Kombination irgendwie mit einer befeuchteten Fläche oder mit einem See, wie jetzt zum Beispiel hier in gewisser Weise bleibt das Wasser ja auch auf dem Boden liegen und kühlt nochmal so die Umgebung. Hier sind jetzt die Vorteile, dass der Kühleffekt lokal direkt spürbar ist. Auch zusätzlich kann man einfach mal durchspazieren, wenn einem so richtig heiß ist. Ist natürlich auch praktisch und schafft auch wie der See Aufenthaltsqualitäten und ist schön anzuschauen, wenn es an so einem Platz integriert ist. Nachteile sind wie eigentlich fast allem mit offenem Wasser, wo man irgendwie Kontakt hat, ist die Hygieneproblematik. Je nachdem, wie geschlossen der Kreislauf ist, ist es ein hoher Wasserverbrauch, ein hoher Stromverbrauch durch die Pumpen, die das Wasser hochpumpen müssen. Und je nach Größe des Wasserspiels kann es auch zu Lärmbelästigungen kommen, wenn man jetzt in direkter Nähe arbeiten muss, vielleicht dauerhaft jetzt gerade im Schlachthof oder ja. Und was irgendwie Vorteil ist mit der lokalen Kühlung, kann auch als Nachteil gesehen werden, weil wenn man ein größeres Quartier kühlen möchte, bräuchte man eine Art Netzwerk aus Wasserspielen, die quasi dann die Bereiche abdecken. Hier ist zum Beispiel jetzt mal ein ganz schönes Beispiel von Karlsruher Marktplatz, wer es nicht erkannt hat. Denkt man schon wieder. Dann bewegtes Wasser, Nebelduschen, ist eigentlich einfach nur noch eine extremere Form von Wasserspielen, da hier nicht durch das Hochschleudern von Wasser die Oberfläche vergrößert wird, sondern es wird direkt vernebelt durch diese Nebeldüsen. Der Kühleffekt ist dabei noch extremer, weil diese spezifische Oberfläche noch größer ist und dadurch das Wasser noch schneller verdunstet. Und auch wenn man jetzt mal durchläuft, hat man es direkt auf der Haut und man spürt die Kühlung direkt am Körper und es ist nicht nur über die Luft der Umgebung. Auch hier Vorteile, dass es direkt spürbar ist, es schafft Atmosphäre, es ist schön anzuschauen und ja, es kühlt effektiv. Dann Nachteile sind auch hier Hygieneproblematik, nochmal extremer, weil man die Verdunstung oder die Wassermoleküle auch einatmet. Also hier muss man extrem auf Hygiene achten, dass da keine Bakterien sich irgendwie ansammeln. Dann muss es ausreichend Platz geben. Wir haben ein paar Beispiele gesehen, wo es dann die Probleme gab, dass es nicht genug Ausweichfläche gab. Wenn man dran vorbeilaufen möchte, will man nicht immer durch diesen Nebelbrunnen laufen. Relativ hoher Stromverbrauch und ja, auch hier ist es recht lokal. Also für ein größeres Gebiet bräuchte man mehrere von diesen Nebelduschen. Dann zur Oberflächenbefeuchtung, da sehen wir eigentlich, glaube ich, so das größte Potenzial für den Schlachthof. Dadurch wird, das war ja auch schon einmal in der vorherigen Präsentation vor ein paar Wochen, dass man Bauteile befeuchtet und dadurch die Verdunstung verbessert. Hier ist einfach der Vorteil, dass die Gebäudemasse sich nicht so aufheizt, was ja gerade im Schlachthof ein großes Problem ist, weil gerade mit diesem dunkleren Stein, das heizt sich sehr auf und es speichert die Hitze sehr lange und durch die Kühlung kann es vermieden werden und ja, es kühlt die Umgebung gut auf einem größeren Maßstab. Hier sind die Vorteile, dass es einfach ist, nachzurüsten. Es ist eine hohe Effizienz und die Gebäude heizen sich nicht so auf. Ein Nachteil wäre, dass die Gebäudeteile oder Bauteile lange Zeit oder dauerhaft Wasser ausgesetzt sind und das vielleicht auch, wenn es gerade bei Nachrüstung nicht effektiv oder perfekt verarbeitet ist, dass da auch zu Schädigungen kommen kann. Ja, und auch hoher Wasserverbrauch, weil es ja einfach kein Kreislauf ist, wie jetzt so ein Wasserspiel zum Beispiel oder so ein Brunnen. Was einmal verdunstet ist, kriegt man nicht mehr zurück. Also das ist eine Einbahnstraße. Genau. Ein weiterer Punkt ist die Fernkälte. Das ist aus einem Beispiel das Bild, wie es die Stadt München ausprobiert gerade. Die benutzen
unterirdische Bäche bzw. Grundwasser zur Kühlung von Gebäuden und Fassaden. Und das funktioniert quasi über einen Wärmetauscher, wie vorher erklärt. Also das kühle Wasser vom Bach kühlt quasi den Wasserkreislauf, den Kühlkreislauf von dem Gebäude. Hier hat man natürlich kein Hygieneproblem mit dem Wasser, wie in den vorherigen Beispielen, weil es einfach ein geschlossener Kreislauf ist. Das Wasser muss auch keine spezielle Qualität aufweisen dadurch. Es gibt auch keinen Wasserverbrauch, da keine Verdunstung stattfindet. Die negativen Auswirkungen sind noch nicht so ganz erforscht, aber da hat man Befürchtungen, dass halt diese Ökosysteme von den unterirdischen Bächen und vor allem vom Grundwasser beeinflusst werden können ins Negative. Denn das Wasser, was natürlich zurückkommt, wird um einige Grad, also erhitzt sich um einige Grad. Hier im Beispiel von München sieht man, dass sich das Wasser von 12 Grad auf 21 Grad in diesem Bach erhitzt hat. Und das kann sich schon zum Beispiel schon auf das Laichverhalten von Fischen auswirken, zum Beispiel. Aber natürlich auch auf andere Dinge, die noch gar nicht erforscht sind. Das muss man da immer im Hinterkopf behalten. Hier ist es relativ aufwendig, das Nachrüsten dieser Systeme. Und es gibt natürlich auch einen Energieverbrauch für die Pumpen und so weiter. Genau. Dann haben wir noch mal kurz eine Übersicht über die Effizienz. Diese Darstellung haben wir jetzt schon öfter mal gesehen, gibt es für verschiedene Bereiche. Jetzt hier ist das Beispiel Wasser oder Urban Wetlands. Man sieht, dass je stärker die Verdunstung unterstützt wird, desto effektiver wird die Kühlung. Also eine Wasserfläche ist nur durch das darüber streifende Wasser unterstützt es die Verdunstung und Kühlung, und durch die Wasserspiele gibt es schon mal größere Oberflächen, mehr Wasser verdunstet. Dadurch gibt es eine stärkere Kühlung und auch Pflanzen spielen eine große Rolle. Gerade so offenporige oder Pflanzen, die auch viel Wasser verdunsten in Verbindung mit Wasserflächen, sind da am effektivsten in der Kühlleistung. Und dann gehen wir auf die Problematik des Gebiets ein. Das hat der Herr Neppel auch schon mal in der Einführung erklärt. Hier sieht man hinten den Schlachthof im Hintergrund und das angrenzende alte Gaswerk Ost in Karlsruhe. Durch dieses Gaswerk wurde der Boden extrem verunreinigt, was jetzt für unseren Entwurf interessant ist oder was wir berücksichtigen müssen. In dem Boden ist sehr viel polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff enthalten. Da ist der Grenzwert normal 0,1 Mikrogramm pro Liter Grundwasser. Und in diesem Gebiet ist es 600 Mikrogramm. Das heißt, es ist schon relativ viel oder extrem viel eigentlich. Und auch sind noch andere Schadstoffe enthalten. Es wird mit der Funnel-Gate-Methode gefiltert. Das sind riesige Spundwände, die in Fließrichtung des Grundwassers angebracht werden und mit Aktivkohlefiltern gefiltert werden. Und die Problematik, weswegen wir jetzt überhaupt darauf eingegangen sind, ist, dass der Boden des Geländes, des Schlachthofgeländes, großflächig verschlossen bleiben muss. Oder ja, genau, also dass da nicht viel Wasser durchsickert. Was dann auch eine Auswirkung auf die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden hat, die wir jetzt ein bisschen weiter analysiert haben. Ja. Genau, hier haben wir jetzt nochmal die grundlegenden Methoden aufgelistet, die wir jetzt im vorhergehenden Schritt einfach erläutert und erklärt hatten. Jetzt spannen wir wirklich die Brücke hin zum Schlachthof und schauen uns mal an, was wäre hier effektiv umsetzbar, was wäre realistisch umsetzbar und was macht eher weniger Sinn. Als erstes haben wir da wieder eben diese genannten Wasserbecken und Seen. Die sind nur bedingt bzw. schwer anwendbar im Schlachthof, einfach weil die Bodenfläche großzügig versiegelt ist und auch versiegelt bleiben sollte, weshalb es eigentlich eher weniger eine Lösung für den Schlachthof darstellt. Das gleiche Thema gilt für die bewässerten städtischen Grünflächen. Hier kann man nochmal erwähnen, wir nutzen die Grünflächen. Das ist ja so ein Verknüpfungspunkt hin zur Vegetationsgruppe. Hier werden die Grünflächen als eigentliches Verdunstungsmedium genutzt, um die Verdunstungsoberfläche zu vergrößern. Was die öffentlichen Grünflächen angeht, ist es doch relativ eingeschränkt im Schlachthof, aber eine sehr interessante Möglichkeit wäre die Intensivbegrünung von Flachdächern. Was wir als eine sehr effiziente und gute Möglichkeit für den Schlachthof ansehen, ist die Oberflächenbefeuchtung, vor allem der Dächer, da die hier leicht anzubringen ist.
auch die Bauteilaktivierung, die wir anhand vom Beispiel Münchens gesehen hatten, die funktioniert zum einen im Münchner Beispiel für die Gebäude. Im Schlachthof könnte man sie auch auf die Kühlung der Fahrbahn anwenden, sodass hier das Ganze nochmal runtergekühlt wird. Aber auch hier haben wir das Problem, dass es relativ schwierig und kostspielig nachzurüsten ist. Die Wasserspiele wären prinzipiell möglich, müssen jedoch als geschlossener Kreislauf angestellt sein und auch die Nebelduschen sind möglich. Im nächsten Schritt haben wir uns jetzt den Schlachthof im Lageplan angeschaut und haben eine Fläche, eine Potenzialflächenanalyse angestellt und zeigen hiermit auf, wo wir welche Funktion verorten könnten. Hier gilt es dazu zu sagen, wir zeigen jetzt wirklich nur Potenzialflächen. Wenn man das Ganze überlagert, ist es natürlich wieder entwurfsabhängig, wo man was positioniert. Als kurze Erklärung zum Lageplan wieder gezeichnet, in starken schwarzen Outlines dargestellt, haben wir die Gebäude, die schon Stand heute stehen. Das Einzige, das wir jetzt da auch schon eingezeichnet haben, ist das Kreativwirtschaftszentrum, das sich aktuell in der Bauphase befindet, also das zweite Gebäude, die zweite Gebäuderiegel entlang des Festplatzes, genau der hier. Und gestrichelt, also leicht schwarz in diesem Plan dargestellt, eingezeichnet haben wir die Gebäude, die im Lageplan noch vorgesehen sind, die noch gebaut werden sollen. Im ersten Schritt sehen wir jetzt hier die Positionierung von Wasserbecken. Wir haben ja gesagt, das ist eher bedingt möglich. Allerdings wäre es, wenn man diese positioniert, immer auf so einer Art kleiner Quartiersplätzchen die Möglichkeit, die dort zu setzen. Im nächsten Plan sehen wir die Grünflächen. Hier sehen wir davon ab, neue Grünflächen anzulegen. In dem Bereich beschränken wir uns jetzt mal auf die Bewässerung von bestehenden Grünflächen. Hier tritt ganz stark hervor eigentlich hauptsächlich das Grün unter den Bahngleisen und die kleinen grünen Felder zwischen den Parkplätzen. Also hier sieht man, das Potenzial ist beschränkt. Was hingegen ein viel größeres Potenzial hat, ist die nachträgliche intensive Begrünung der Flachdächer. Hier muss man natürlich prüfen, inwiefern das statisch etc. umsetzbar wäre, aber was uns aus unserer Sicht auf jeden Fall sinnvoll wäre, bei den Neubauten, die noch anstehen, das Ganze verpflichtend zu machen, weil hier einfach ein großes, doch relativ flächendeckendes Potenzial da ist. Das Gleiche sieht man auch im nächsten Plan, da haben wir uns angeschaut, welche Dachflächen, in dem Fall sind Steildächer, könnte man bewässern. Wenn man das Ganze in Kombination mit den Flachdächern, haben wir hier ein relativ flächendeckendes Kühlungssystem, Verdunstungskühlungssystem über die Dachflächen. Rechts auf dem Layer haben wir jetzt auch noch zwei Bilder, wie das Ganze umgesetzt werden können. Das ist sehr einfach und kostengünstig anzuwenden, wieso wir da ein großes Potenzial sehen. Im nächsten Schritt haben wir uns dann angeschaut, wie wir die Kühlschlangen für die Bauteilaktivierung legen könnten. Es ist teuer, also nur teuer und schwierig eigentlich umzusetzen im Nachhinein. Wenn wir das Ganze im Vorab planen, wäre es wesentlich einfacher. Allerdings haben wir es trotzdem aufgezeigt, weil das für uns die einzige Möglichkeit von Grundwassernutzung auf diesem kontaminierten Areal darstellt. Im nächsten Schritt haben wir dann geschaut, wo könnten wir Wasserspiele und Brunnen etc. positionieren und haben hier eigentlich immer die Flächen mit Aufenthaltsqualität im Schlachthof gewählt, um hier eine Verknüpfung aus Aufenthalt und Kühlung zu schaffen. Hier sind es relativ große Flächen, was man natürlich dazu sagen muss, das sind nur Potenzialflächen. Und zu guter Letzt haben wir dann die Nebelduschen im nächsten Plan, die man sehr lokal einsetzen kann, punktuell auch auf kleineren Flächen. Wenn man dann noch einmal weitergeht, haben wir das Thema der Wasserhaltung. Hierzu würden wir Zisternen anlegen und diese der Einfachheit halber unterhalb der Grünflächen, sodass wir die also nicht der Bahnlinie oder der anderen Grünflächen, sowas, dass wir die versiegelten Flächen auf dem Schlachthof nicht öffnen müssen. Und diese könnten des Weiteren unterhalb von Neubauten vorgesehen werden. Das ist dann konzeptabhängig. Wenn man jetzt nochmal eine Seite weitergeht, haben wir alle Layer übereinander gelegt und sehen jetzt an dieser Stelle, dass wir eigentlich ein relativ flächendeckendes System aus der Kühlung über Bewässerung, über Wasser im Schlachthof erzeugen können. Natürlich ist das Ganze immer konzeptabhängig, wie man es umsetzt. Und es ist auch noch, man sollte ausdifferenzieren, wie umsetzbar diese ganzen Konzepte sind. Wenn man sich jetzt aber auf die rot eingefärbten und die hellgrün eingefärbten Flächen bezieht, haben wir die Dachbegrünung und die Bewässerung der Steildächer, was schon als Beschränkung auf diese Maßnahmen ein relativ flächendeckendes System bringen würde. Man muss aber immer dazu sagen, dass die städtische Kühlung über Wasser am besten funktioniert, wenn man das Ganze mit Vegetation kombiniert. Und wir sind eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass eine alleinige Kühlung über Wasser für den Schlachthof nicht ausreichend sein wird. Genau, das war's von unserer Seite. Die Quellen haben wir noch im Anhang, die zeigen wir uns in der Präsentation nicht. Die werden